Ah, hallo! Viele fragen sich vielleicht, woher die Explosion kommt, die viele unserer Videos ziert. Dafür haben wir folgenden Versuchsaufbau vorbereitet. Und zwar haben wir hier 125 Ampere aus dieser Wandsteckdose direkt Strom. Den leiten wir über dieses Kabel weiter. Von da aus geht es dann im nächsten Schritt zu dieser Kupferspule. Die Kupferspule transformiert diese 125 Ampere auf 140 Ampere hoch. Und dann geht es weiter über dieses rote Kabel. Rot steht in diesem Fall für Hochspannung. Achtung! Und der läuft dann über dieses Kabelkonstrukt weiter zu unserem letzten Transformator. Hier kommen die 140 Ampere unverändert an. Und ab da gibt es dann diese kleine Unterverteilung. Der unbrauchbare Strom geht in die Lampen zur Beleuchtung. Und der gute Strom letztendlich in die Mikrowelle. In die Mikrowelle kommen nachher folgende Versuchsobjekte. Zum einen ist das hier der Capri-Sonne-Verschnitt, sonniger Multivitaminsaft, Flüssigkeit in einem Alu-Gefäß. Dazu haben wir ein altes Smartphone zu hohem Anteil aus Aluminium gefertigt und zuletzt eine Spraydose, leicht gefüllt. Und das alles werden wir nachher zusammen in diese Mikrowelle tun und dann werden wir mal sehen, wo unsere Explosion herkommt. Tja, die Frage war, was tun wir in die Mikrowelle? Ich habe echt lange überlegt. Was ist spektakulär? Was explodiert? Was bewegt die Menschen auch? Allererste Idee war eine Tintenpatrone. Da habe ich dann recherchiert und gefragt und Chemielehrer und alles Mögliche und die haben gesagt, nein, das Plastik schmilzt einfach nur, da passiert nichts. Lichtbogen. Das ist das, worauf es ankommt im Video. Man braucht nicht immer nur irgendwelche Action-Szenen, wo einer im Auto fährt und irgendwie dem DHL-Mann hinterherjagt. Ja, ich habe mein Handy reingetan. Naja, dann laufe ich durchs Zimmer. Und dann finde ich diese Dose. Bronzespray. Damit habe ich schon hier teilweise Bilderrahmen angesprayt. Was? Wer kommt auf die Idee, erstens eine Bronzespray-Dose zu kaufen? War das dein Handy? Und dann habe ich halt Björns Handy da reingetan. Wenn ich mir irgendwas ansprühen will, dann mache ich das in Rot oder in Grün oder meinetwegen auch in Gold. Bronze. Was ist denn Bronze für eine Farbe? Bronzemedaillen. Niemand verdient Goldmedaillen. Das ist halt so, weil... Oh, ich habe den dritten Platz gemacht, eine Bronzemedaille. In 100 Jahren wird man sicherlich sagen, der Typ, der hat mal eine Bronzemedaille gewonnen, klar. Ich wollte mich entschuldigen, aber er geht schon seit Tagen nicht mehr ran. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Tell me that you're sweet love and es lodert so ein bisschen, lodert, lodert und dann BOOM! Ich steigere mich jetzt unnötig rein! Ich hab doch keine Lust mehr drüber! Was regst du denn jetzt so auf? Ich reg mich jetzt nicht auf! Ich hab einfach nur keinen Bock mehr da drauf! Weißt du, dann mach doch deinen Scheiß alleine! Das explodiert am Ende sowieso nicht! Weder diese Bronzedose noch das Handy, das trägt nichts zu einer guten Explosion bei! Ein bisschen schon. Das ist eine geile Marke. Okay, Kamera läuft die hier. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Meine Kamera läuft. Feuerlöscher ist klar, Sicherungsstift ist gezogen. Ja? Dazu und ich würde sagen, da kommt unsere Explosion her.